Hey, der Hannes hier. Ich möchte mit dir in dieser Serie den Song Adam's Song von Blink-182 lernen. Und alles, was du dafür brauchst, ist eine wunderbare Gitarre. Egal ob E- oder akustische, das funktioniert auf beiden Instrumenten sehr schön. Und bevor wir loslegen, du sagst, du bist in der Gitarrenwelt neu am Start oder hast vielleicht noch nicht so viel Erfahrung. Da kann ich dir nur empfehlen, schau mal unten in der Videobeschreibung, was du da findest. Und zwar nicht nur die Beschreibung zu diesem Video an sich, sondern auch meinen kostenlosen Crashkurs, mit dem du eine gute Grundlage für die Tutorials hier bei YouTube schaffst, die ich hier so anbiete, die ich so mache, die ganzen Tipps und Tricks, die ich hier so raushaue. Und lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und ich zeige dir jetzt, was wir in diesem Video jetzt lernen werden. Also, aufgepasst! Dahin und nicht weiter. Ich möchte mit dir diese ersten beiden Parts des Songs einfach lernen, das Hauptriff und die Strophe, bevor es dann in den nächsten Teilen der Serie weiter mit dem Song geht. Also, wir starten mit der Gitarre in Normalstimmung, jetzt hier in diesem Tutorial. Das heißt, du musst ganz normal E, A, D, G, H und E einstellen auf deinem Stimmgerät, und die Gitarre ganz normal stimmen. Wenn du zum Original mitzocken möchtest, musst du deine Gitarre einen Ganzton runterstimmen. Was heißt das jetzt? Du musst jede Seite einen Ganzton tiefer als normal einstellen auf deinem Stimmgerät. Ja, aus der tiefen, dicken E-Seite wird eine D-Seite, aus der A-Seite eine G-Seite, aus der D-Seite eine C-Seite, aus der G eine F-Seite, aus der H eine A-Seite und aus der hohen E-Seite auch eine D-Seite. Ja? Nur, dass du dich nicht wunderst, warum das so komisch klingt, wenn du mit deiner Gitarre einfach zu dem Song mitspielst. Die Jungs machen das einfach, damit es von der Stimmlage einfacher zu singen oder besser zu der Stimmlage vom Sänger passt. Wie auch immer, los geht es. Dann jetzt hier in diesem Tutorial, das macht auf jeden Fall auch in Normalstimmung natürlich Sinn und funktioniert sehr schön. Zeigefinger packen wir hier in den zweiten Bund auf der A-Seite und den Ringfinger in den vierten Bund auf der D-Seite. Sehr gute Power-Chord-Übung dieses Lied, das kann ich jetzt schon verraten. Aber es sind auch deutlich aufwendige Sounds dabei, mit ziemlich coolen, mit einfachen Mitteln gespielt. Ja? Also wenn du diesen Anfang schon mal anhörst. Einfach sehr schön, finde ich. Ne? Das ist ein sehr fetter Sound, schwebender Sound, sehr melancholisch auch, aber ist auch ein melancholisches, trauriges Lied. Aber macht sehr viel Spaß. Also, du schlägst ja die A-Seite einmal an und dann die D-Seite. Mit Abschlag spiele ich das alles. Und dann, jetzt kommt die erste Herausforderung, hebst du den Ringfinger hoch und spielst die leere D-Seite, während aber hier der Zeigefinger noch liegen bleibt, ja? Und du musst dafür sorgen, dass die D-Seite eben die leere D-Seite schwingen kann, während der Zeigefinger hier im zweiten Mund auf der A-Seite greift. Dass du nicht versehentlich mit der Rückseite vom Finger die... Das kann da passieren. Da ein bisschen aufpassen, den Finger steil genug hinstellen. Und ich mache das alles mit Abschlägen. Also A, D, D. Ich mache das hier mit Zeige und Ringfinger. Es gibt auch Leute, die würden das vielleicht mit dem kleinen Finger hier machen. Überlasse ich so ein bisschen dir, ja. Da sind die Geschmäcker auch verschieden. Ich mache es sehr gerne mit Zeige und Ringfinger. Also, zweimal spielst du das Ganze. Dann hebst du den Zeigefinger hoch. Jetzt wird es noch einfacher. Leere A-Seite. Der Ringfinger macht immer noch seine gleiche Bewegung. Du schlägst mit der Schlaghand auch die gleichen Seiten an, nur dass der Zeigefinger nichts mehr zu tun hat, ja? Also die ersten beiden Griffe nochmal.
deine Handgelenke auch nicht hier irgendwie so umgeknickt ist oder sowas, sondern noch Möglichkeit ist, so gerade wie möglich hier liegen hast auf der Gitarre. Ein bisschen geknickt ist nicht schlimm, aber einfach gucken, dass das Ganze halbwegs angenehm beim Spielen ist, ja. Und der nächste Griff ist dann hier mit dem Mittelfinger, mache ich das, du kannst es auch mit dem Zeigefinger machen, in den dritten Mund auf der tiefen E-Seite, steckst einmal an und machst hier immer noch mit dem Ringfinger den gleichen Move, ja. Vierter Bund D-Seite und dann leere D-Seite. Und dann als nächstes leere E-Seite und noch einmal dritter Bund E-Seite. Der Ringfinger hat hier die ganze Zeit das gleiche Spiel zu tun. So, nochmal das ganze Intro. Ganze Rutsche spielst du insgesamt zweimal. Dann geht es zu den Power Chords rüber. So, wenn du da jetzt noch gar keine Ahnung von hast, ich kann dir nur empfehlen, meinen Crashkurs reinzuschauen. Da wird das Ganze auch nochmal von Sachen Haltung nochmal genau erklärt. Zeigefinger in den fünften Bund auf der A-Seite und den Ringfinger in den siebten Bund auf der D-Seite. Und dann schlägst du dich jetzt nicht nur beide gleichzeitig an, die A- und D-Seite, sondern machst auch noch ein sogenanntes Palm-Muting. Das heißt, du dämpfst mit deiner Handkante oder Handfläche hier die beiden Seiten ab hier hinten. Zack, legst du sie drauf, so in dem Bereich. Und dann entsteht dieser Sound. Und das machst du über einen ganzen Takt lang. Das bedeutet 1 und 2 und 3 und 4. Schlägst Achtel an, deswegen sind es 8 Schläge. 1 und 2 und 3 und 4. Achte ein bisschen darauf, dass du diese umliegenden Seiten ein bisschen abdämpfst, falls du versehentlich da beim Schlagen gegenkommst. Mit dem Zeigefinger kannst du so ein bisschen hier gegen die tiefe E-Seite kommen, damit die nicht versehentlich mitklingt. Und der Ringfinger dämpft im Idealfall so ein wenig die hohe G-Seite, hier die hohe G-Seite, die G-Seite ab mit der Rückseite, ja, dass du das hörst. Ja, das ist nur zur Sicherheit, dass nichts mitschwingt, was nicht mitschwingen soll. Das machst du einen Tag lang, hier den D-Power-Chord, dann wechselst du in den dritten Bund von der E-Seite aus gesehen und mit dem Ringfinger in den fünften Bund auf der A-Seite. Machst das gleiche Spiel, auch wieder gedämpft. 1, 2, 3 und 4 und dann in den siebten Bund. 1, 2 auf den H-Power-Chord und wieder zurück auf den G-Power-Chord. Das ist ein Durchgang gewesen. Das machst du viermal. Also nochmal in langsam. D-Power-Chord. I never thought G. I die a half. I love the greatest. Would have known D. I trace the G back to the half. And there it was G. Time, G, I hurried home. The choice was G, I didn't think enough. D, I'm too the G to go home. You'll be G when I'm. Und dann geht's rüber in den Pre-Chorus. Den behandeln wir dann im nächsten Video von dieser Serie. So, ich hoffe, es war alles soweit klar. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, auch cool mit einer akustischen Gitarre. Klingt dann halt mehr nach akustischer Gitarre und Lagerfeuer, aber auch geil. Insofern keine Sorge, wenn du keine E-Gitarre haben solltest. Ich kann dir nur noch mal ans Herz legen, check in der Videobeschreibung meinen Crashkurs aus. Wenn du mit diesem Tutorial ein bisschen Schwierigkeiten haben sollst oder überhaupt, selbst wenn du fortgeschritten bist, schau da mal vorbei. Da sind sehr viele nützliche Tipps bei.
abonniere meinen Channel und schreib mir in die Kommentare, was du in Zukunft sehen willst, hier zum Thema Gitarre. Oder auch sonst, ich weiß ja nicht, vielleicht soll ich andere lustige Dinge deiner Meinung nach mal ausprobieren, die mit dem Thema Musik irgendwas zu tun haben. Es gibt auch viele lustige Challenges, übrigens nicht mit dem Thomas von Werde Musiker zusammen machen. Muss einfach mal auf dem Channel dich umschauen. Es gibt viele interessante Sachen zu sehen zum Thema Musik. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.